der war am Abend. Na Roman, hast du festgehalten, dass im Kaffeehaus wahrscheinlich mehr Leute sitzen? Habe ich mich wieder nicht drauf, gell? Doch, aber ich habe die Kamera nicht auf dich gehabt. Du bist ein hübscher Kerl, den möchte man doch filmen. Ja, ich mache jetzt einen Schritt zurück, weil sonst ist mein Kopf wieder zu groß. Der Roman filmt nämlich gerade mit der Handykamera, um Akku zu sparen. Ihr wisst, das technische Material, da haben wir eh kürzlich ein Video gemacht, das ist nicht immer so gegeben. Wir halten fest, wir haben fast Gleichstand zwischen denen, die im Kaffeehaus sitzen und denen, die ob des Gedenkens wegen kommen. Nicht, dass das jetzt irgendwie ausschlaggebend war oder verwundert. Aber ich wollte es nur bemerken. Geht das so? Mit das Fanfarentöne. Posaunentöne sagen uns danke, dass Sie gekommen sind, dass Sie hier sind und alle sind eingeladen, hier dann zuzuhören, was hier noch geschieht am Mahnmal Buchskelett, das im Jahre 2018 eingeweiht wurde. In der Folge wird Robert Obermeier, Mitglied des Instituts für des Fachbereichs Geschichte der Universität Salzburg, über Widerstand in Salzburg sprechen. Und anschließend hat die Familie Schmidt, Adelheid Schmidt und ihre Familienmitglieder unser Salzburger Glockenspiel mit dem Lied Donna Donna gesetzt, ein Lied aus dem Jahre 1940. Und anschließend wird Bertel Mütter dieses Lied über diesen zentralen Platz Salzburg spielen. Robert Obermeier als Historiker ist Mitglied einer Projektgruppe, die versuchen, im Land Salzburg Erinnerungskultur zu machen in allen Gauen und der auch Koordinator der Plattform Erinnern.at ist. Lieber Robert, ich bitte dich sehr herzlich um deinen Vortrag, circa 10 Minuten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist, dass ich hier heute zu diesem Anlass zum Thema Widerstand und Salzburg sprechen darf, ist mir eine sehr große Ehre. Im Kern meiner Ausführungen werde ich mich mit dem lokalen Widerstand gegen das NS-Regime beschäftigen. Ich möchte meinen Blick aber auch darüber hinaus werfen. Was bedeutete es, hier in Salzburg Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime zu leisten? Zunächst sollten wir uns vor Augen führen, innerhalb welcher gesellschaftlicher Rahmenbedingungen jene SalzburgerInnen, die es wagten, Nein zu sagen, agieren mussten.
Sie waren einem absolut repressiven Regime ausgeliefert, das auf die Unterstützung oder zumindest das schweigsame Dulden der Mehrheit der lokalen Bevölkerung zählen konnte. Die von den Nationalsozialisten propagierte sogenannte Volksgemeinschaft tolerierte kein abweichendes Verhalten Einzelner. Und ein Großteil der Bevölkerung spielte hier mit. Anders gestaltete sich die Situation teilweise in vielen tatsächlich eroberten Gebieten, wie beispielsweise Frankreich. Es gibt dazu eine passende Anekdote, die von mehreren Widerständigen nach 1945 erzählt wurde. Nämlich, dass wenn jemand während der NS-Herrschaft auf der Flucht vor der Polizei an einer Haustür geklopft hätte, um Zuflucht zu bitten, im Gebiet des heutigen Österreichs viel höhere Chancen auf Hilfe gehabt hätte, wenn er gesagt hätte, er hätte am Markt etwas gestohlen, als wenn er erklärt hätte, eine regimefeindliche Parole an eine Wand geschrieben zu haben. In Frankreich wäre dies genau umgekehrt gewesen. Auch wenn das natürlich ein etwas überzeichnetes Beispiel ist, das in der Praxis so wohl nie stattgefunden hat, zeigt es im Kern schon plakativ auf, wie sehr auf sich alleine oder wenige UnterstützerInnen gestellt viele Widerständige hier in Salzburg waren und wie viel Mut sie auch beweisen mussten. Schon kleinste widerständige Handlungen, wie eine Groschenspende an die Rote Hilfe, eine clandestine linke Organisation, die sich die Unterstützung politischer Verfolgter und ihrer Familien zur Aufgabe gemacht hatte, konnten zu drakonischen Strafen führen. So etwa im Fall der Halle einer Arbeiterin, Josefine Lindorfer, die wegen einer solchen Groschenspende in das KZ Auschwitz deportiert und dort 1942 ermordet wurde. Wie kann man nun den Begriff Widerstand eingrenzen? In der Einladung zur heutigen Veranstaltung ist ja bereits deutlich geworden, dass der Begriff Widerstand an sich schwer fassbar ist. Wie schon kurz angedeutet, fassten die Nationalsozialisten den Begriff Widerstand sehr weit auf und tolerierten abweichendes Verhalten nicht einmal im Keim. Nach 1945 sah die Sache freilich anders aus. Über viele Jahrzehnte dominierte ein sehr enger Widerstandsbegriff, der nur politisches Handeln, das in organisierten Gruppen, wenn nicht sogar quasi militärischen Formationen erfolgte und den Sturz des NS-Regimes zum Ziel hatte, als solchen wahrnahm. Das bedeutete, dass etwa auch im wichtigsten österreichischen Entschädigungsgesetz, dem sogenannten Opferfürsorgegesetz, individuelle Entscheidungen wie zum Beispiel Wehrdienstverweigerung oder Desertation nicht berücksichtigt wurden oder auch der Widerstand von Frauen keine öffentliche Aufmerksamkeit, geschweige denn Anerkennung fand. Mittlerweile hat sich zum Glück ein deutlich weiterer Widerstandsbegriff durchgesetzt. Angesichts des totalen Gehorsamkeitsanspruchs der NS-Machthaber und der tödlichen Gefahr, in die sich all jene begaben, die sich diesem Gehorsamkeitsanspruch nicht beugten, muss jegliche Opposition im sogenannten Dritten Reich als Widerstandshandlung gewertet werden, auch wenn es vielleicht nur um einen vereinzelten Versuch gehandelt hat, anständig zu bleiben. Und damit meine ich nicht jenes vermeintliche Anständigbleiben, das der Rechtspopulist Jörg Haider noch in den 1990er Jahren in einer absoluten Verdrehung historischer Tatsachen zynischerweise just Veteranen der Waffen-SS attestierte. Diejenigen, die hier in Salzburg tatsächlich den Mut bewiesen, anständig zu bleiben und Unrecht als solches zu benennen, hatten unterschiedliche Motive für ihr Handeln. Da wäre zunächst tatsächlich vor allem der politische Widerstand zu nennen, den es vereinzelt im monarchistischen Lager, teilweise auch im katholisch-konservativen Milieu, vor allem aber im sozialistischen und kommunistischen Lager gab. Andere Widerständige handelten aus religiöser Überzeugung oder aus einer grundsätzlichen humanistischen Einstellung heraus. Diejenigen, die hier in Salzburg den Mut bewiesen, der Background in unterschiedlichen politischen Milieus erschwerte die Zusammenarbeit zwischen widerständigen SalzburgerInnen oft. Wobei es auch Grenzgänger gab, wie den christlich-sozialen Lehrer Josef Reischenböck, der 1941 im kommunistischen Widerstand aktiv wurde. Trotz allem war die politische Fragmentierung auch ein Vorteil, gewährte diese Unabhängigkeit voneinander doch eine gewisse Sicherheit vor der Aufdeckung durch die Gestapo. Allen Widerständigen war gemein, dass ihr widerständiges Handeln nicht nur von gesamtgesellschaftlichen, sondern auch von individuellen Rahmenbedingungen bestimmt war. Betreuungspflichten von Kindern oder anderen Angehörigen erschwerten ein widerständiges Handeln, da die Nationalsozialisten damit ein weiteres psychisches Druckmittel gegen potenzielle DissidentInnen in der Hand hatten. So etwa im Fall der kommunistischen Widerstandskämpferin Agnes Primožič, der es bei einer Verhaftung nicht einmal gestattet wurde, ihre beiden Kleinkinder,
eine der beiden Töchter lag mit einer Lungenentzündung im Bett, zu einer Nachbarin zu geben und die wochenlang ohne Nachricht um ihre Kinder bangen musste. Dies führt uns schon zum generellen Bereich des individuellen Handlungsspielraums, der für SalzburgerInnen unterschiedlich beschränkt war. Vereinfacht gesagt, ein katholischer Handwerker mit deutsch klingenden Namen hatte deutlich mehr Handlungsspielraum, widerständig zu handeln, als eine Salzburger Romni, die aufgrund der rassistischen NS-Politik rein aufgrund ihrer Existenz bereits mit Repression konfrontiert war. Die Bindung an Kleingruppen mit ähnlichen Überzeugungen konnte SalzburgerInnen hingegen den Raum eröffnen, selbst aktiv zu werden. Was ihnen allen gemein ist, ist ein unglaublicher Mut. Denn das bisher Gesagte soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich ein viel größerer Teil der damaligen Salzburger Bevölkerung aktiv am NS-Unrechtsregime beteiligte oder dieses durch ein passives, anteilsnahmsloses Zuschauen ermöglichte. Einige hundert Widerständige standen so beispielsweise allein ca. 27.000 Mitgliedern der NSDAP gegenüber. Der Repressionsapparat verließ sich zudem auf eine Herrscher an Denunziantinnen und auch auf eingeschleuste Spitzel. So gerieten zahlreiche SalzburgerInnen in die Fänge der Gestapo und ihrer Gehilfen. Viele von ihnen wurden von einer Justiz, die ein faires Verfahren von vornherein ausschloss, angeklagt und verurteilt. Besonders oft kamen dabei die beiden Anklagepunkte Vorbereitung zum Hochverrat oder Landesverrat zum Einsatz. Nicht nur Haftstrafen, sondern auch zahlreiche Todesstrafen wurden ausgesprochen und exekutiert. Andere verschwanden überhaupt ohne jegliches Verfahren im Zuge des sogenannten NS-Maßnahmenstaates, wurden in Konzentrations- oder Vernichtungslager deportiert und oftmals dort ermordet. 1942 gelang es der Gestapo durch eingeschleuste Spitzel schließlich, den organisierten politischen Widerstand in Salzburg weitgehend zu zerschlagen. Einzelne und Kleingruppen leisteten aber dennoch bis zur Befreiung im Mai 1945 Widerstand gegen dieses Unrechtsregime. Wie wurde nun mit dem Thema Widerstand nach 1945 umgegangen? Die Befreiung von 1945 markiert leider keine radikale Zäsur in der öffentlichen Wahrnehmung bzw. gesellschaftlichen Anerkennung jener, die Widerstand gegen das NS-Regime geleistet hatten. Zunächst wurde zwar in der unmittelbaren Nachkriegszeit die Widerstandsleistung einzelner ÖsterreicherInnen hervorgehoben, um eine allgemeine Widerständigkeit Österreichs gegen den Nationalsozialismus, die man plötzlich zum rein deutschen Phänomen erklären wollte, zu behaupten. In dieser Zeit entstand mit dem Gedenkstein für die ermordete kommunistische Widerstandskämpferin Rosa Hoffmann auch ein erster Erinnerungsort an den Widerstand in Salzburg. Bald jedoch wurde die Erinnerung an die NS-Zeit gerade im öffentlichen Raum vom Erinnerungskult um die Kriegsteilnehmer überlagert. Kriegerdenkmäler mit ihren oft verstörenden Sinnsprüchen zeugen davon bis heute im ganzen Bundesland. Ähnlich wie beim Kampf um ein angemessenes Erinnern an die Bücherverbrennung dauerte es bis in die 1980er Jahre, dass es in Salzburg zu tiefergehenden Debatten um die nationalsozialistische Vergangenheit und damit auch über das Thema Widerstand kam. In den Jahrzehnten seither sind vor allem in der Stadt Salzburg, aber teilweise auch anderen Orten im Bundesland, vereinzelte Erinnerungsorte entstanden, die Widerständigkeit gegen das NS-Regime thematisieren. Zu nennen wären hier etwa die Stolpersteine, die Gedenktafeln für den Eisenbahnerwiderstand am Haupt- und Lokalbahnhof, die Gedenktafel für ermordete Priester beim Priesterseminar oder auch das Mahnmal für Frauenwiderstand in Maxglan. Praktisch all diese Orte sind nur dank beharrlicher Initiativen aus der Zivilgesellschaft entstanden. Und dennoch sind viele lokalgeschichtliche Aspekte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus und damit auch die Schicksale unglaublich mutiger SalzburgerInnen in Vergessenheit geraten. Und dabei rede ich noch gar nicht von der Erinnerung an den Widerstand gegen den Austrofaschismus, die von der Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus völlig überlagert ist. Das derzeit laufende Projekt Orte des Gedenkens versucht, diese riesige Erinnerungslücke zumindest teilweise zu schließen, indem in jedem politischen Bezirk Salzburgs eine einjährige intensive Auseinandersetzung mit dem lokalen Widerständigen an einer Schnittstelle von historischer Forschung, künstlerischer Auseinandersetzung und pädagogischer Vermittlung stattfindet. Und vielleicht ergibt sich daraus perspektivisch die Möglichkeit, eine dauerhafte Auseinandersetzung mit dem Thema in Salzburg zu initiieren. Wichtig ist dabei auch die Frage, was der Begriff Widerstand für uns bedeutet. Gerade im Zug der Covid-19-Pandemie war und ist auch hier in Salzburg direkt hier auf diesem Platz oft die Rede von Widerstand.
Selbsternannte QuerdenkerInnen wehnen sich im Widerstand gegen eine vermeintliche Corona-Diktatur und scheuen auch nicht davor, sich mit Opfern des Nationalsozialismus zu vergleichen. Klar ist, dass wir uns als aufgeklärte, im besten Falle antifaschistische Zivilgesellschaft gegen eine solche Vereinnahmung des Begriffs Widerstands wehren müssen. Das sind wir zuallererst all jenen schuldig, die es gewagt haben, sich gegen die zwei tatsächlichen österreichischen Diktaturen der vergangenen 100 Jahre zu stellen. Klar ist aber auch, dass sich dennoch auch heute viele berechtigterweise die Frage stellen, ab wann es legitim und notwendig ist, Widerstand zu leisten. Das betrifft nicht nur einen konsequenten Einsatz gegen faschistische und neonazistische Umtriebe. Widerständig zu sein und zu bleiben bedeutet auch nicht zu akzeptieren, dass es plötzlich mehr als eine Meinung darüber geben soll, ob man Menschen, die in Lebensgefahr sind, retten oder lieber sterben lassen soll. Ich meine hiermit die unerträgliche Situation, die sich tagtäglich an den Grenzen Europas abspielt. Wenn Dutzende Menschen im Mittelmeer ertrinken, ist das Mittelmeer mittlerweile oft nur noch eine mediale Randnotiz, die viele von uns gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese unerträgliche Situation als Zivilgesellschaft so nicht hinnehmen dürfen. Widerstand zu leisten, muss heute wie damals heißen, den Mut aufzubringen, sich konsequent gegen eine menschenfeindliche Politik zu stellen. Vielen Dank. Nachdem wir jetzt in dieser kurzen, geschichtlich korrekten Rede aufgeklärt wurden, dass Widerstand quasi Querdenken und etwaig politisch verfolgt aufgrund anderer Meinung rund um Covid, rund um den aktuellen Militärkonflikt oder ähnliches nicht einschließt, verlässt jetzt die breite Masse diesen Platz wieder, um wieder normal in den Sonntag zu gehen. Ich werde, nachdem ich das bekanntlich anders sehe, hier heute zum Gedenken an die Bücherverbrennung, an dieses menschenverachtende System, das meines Erachtens nach in seinen Ideologien, in dem es die Guten gibt und alle anderen verfolgt werden müssen und ausgewertet werden müssen, leider Gottes durchaus parallel in der heutigen Zeit findet. Hier noch ein paar Kerzen für den Darian, den Roman, den Max und mich aufstellen, die daran erinnern sollen, wirklich niemals zu vergessen. Tatsache ist ja, dass hier am Mozartplatz gerade mal einen Steinwurf entfernt vor geraumer Zeit mit Polizeigewalt gegen unbescholtene Bürger vorgegangen ist. Tatsache ist auch, dass nicht unweit hier vom Salzburger Landesgericht kürzlich ein Prozess stattgefunden hat, in dem der Darian im Moment mal in erster Instanz, weil es gibt eine Berufung, verurteilt worden ist, wieder dem Grundsatz des Artikels 48.1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wonach ein Beschuldigter so lange als unschuldig zu gelten hat, bis rechtskräftig oder rechtsmäßig seine Schuld erwiesen ist. Das ist nicht passiert und ich sehe in diesem Zusammenhang leider Gottes auch im Österreich des Jahres 2023 den Widerstand nicht in der breiten Masse gegeben und ich sehe leider Gottes auch weiterhin eine Verdrängung dessen, was
menschenwürdig und was nicht menschenwürdig ist. Ich pflichte dem Redner bei, dass im Mittelmeer eine Tragödie passiert. Ich denke aber, man kann durchaus vor der eigenen Haustür kehren und muss nicht immer in die Ferne schauen. Und wenn man sich anschaut, dass inzwischen die STIKO in Deutschland, in Österreich hat man es stillschweigend ein bisschen anders gemacht, die Off-Label-Impfung von Kindern inzwischen zurückgenommen hat, nicht mehr empfiehlt. Wenn man sich anschaut, dass in den deutschen Medien, die da etwas offener sind als die österreichischen, ihr wisst ja, wir haben ja auch eine Zwangsgebühr für einen Propagandasender, nennt sich dann Haushaltsabgabe, egal ob man das Programm nutzt oder überhaupt ein Empfangsgerät hat. Wie gesagt, im deutschen Fernsehen geht man da ja inzwischen auch mit dem Post-Vac-Syndrom kritischer ins Gericht. Österreich ist da einmal mehr ein bisschen am Schlafen, aber wahrscheinlich werden sich in weiteren 85 Jahren erneut Menschen hier versammeln, um dem Widerstand zu gedenken, und man wird sich dann wieder fragen, wie konnte das nur passieren? So, ich stehe da jetzt einmal im Gedenken. Nein, wir leben ja in schwierigen Zeiten. Ja, ich merke. Wie kann es an denen noch gut gehen, wenn die Geschichte sich immer fort wiederholen muss? Ja, ja. Genau. Sind unsere Vorfahren viel Blut vergießen müssen im Widerstand. Genau. Und jetzt bestehen wir wieder einen Fuß im Kriegszeitalter. Ja. Müssen viele Menschen beklagen. Ja. Ja, man weiß. Das ist ja nicht ganz schlimm. Sie können gerne fragen, klar. Sowieso. Ich kann das ja übersetzen, jetzt auf der Jagdenbereich. Das heißt inhaftiert. Auf Englisch. Okay. Gibt es da ein Camp oder was ist? Macht es einmal und später dann. Genau, immer gerne. Ich komme später zu euch dann. Sie müssen nicht, weil das Licht brennt und dann ist es ausreichend. Wie schon im Teaser-Video, wo Elvis euch mitteilt, welche drei Veranstaltungen wir an diesem 30. April 2023 besuchen werden, ich euch zu Anfangs erklärt hatte, warum mein erster Versuch, den Tag mit meiner Handykamera anstatt meiner guten Filmkamera zu dokumentieren, qualitativ fehlgeschlagen ist, habe ich mit meiner Kamera noch ein viel, viel schlimmeres Malheur verursacht. Denn als der Mann beim Kerzenanzünden mit Fragen an uns herangetreten ist, habe ich versehentlich am empfindlichen Touchscreen mit meinen Fingern die Aufnahme beendet. Da ich im Gespräch mit diesem Mann, so wie es sich bei einem Gespräch eben gehört, in die Augen gesehen hatte, anstatt meinen Blick auf den Monitor der Kamera zu lassen. Das ist leider wirklich sehr schade, da dieses Gespräch sehr aufschlussreich abgelaufen ist. Ich möchte euch daher aus dem Gedächtnisprotokoll nun zu guter Letzt dies wiedergeben, welche Themen wir gemeinsam erörtert hatten, in Bezug zum Vergleich zu den gemeinsamen Anfängen der NS-Zeit und heute. Der Mann wollte wissen, was wir unter Faschismus verstehen. Als Einstieg zu diesem Thema sagte ich ihm,
dass zumindest der Faschismus keine Meinung, sondern ein Verbrechen sei. Elvis gab dann einige Beispiele dazu, wie in den letzten 3 Jahren zum einen von seitens der Polizei im womöglichen Auftrag der Regierung friedliche Demonstranten mit körperlicher Gewalt begegnet sind. Elvis sprach dabei aber auch die etwaige Unschuldsvermutung unserer Politvertreter zu diesem Thema aus und fügte noch hinzu, dass ebenfalls ungerechtfertigt auf diesen Demonstranten die Nazikeule geschwungen wurde. Erinnerte er auch daran, dass unzählige Geschäftsleute ihren Betrieb schließen mussten, ja sogar ruiniert wurden. Dabei auch kritische Stimmen von Experten nicht nur nicht wahrgenommen wurden und auch diese Menschen auf das Übelste diffamiert wurden, wenn sie diese neuen Gesundheitsrichtlinien mit Fakten dementierten. Dass heute nach 3 Jahren nun Stück für Stück sogar von den öffentlichen Medien, damals negiert oder bekämpft, heute immer mehr als doch plausibel erachtet wird. Elvis erwähnte die gesundheitsschädlichen Folgen dieser Maßnahmen. Dieser Mann, der uns herangetreten ist, später kam noch ein zweiter hinzu, der uns dreien zuhörte, pflichtete uns im Großen und Ganzen dann aber unserer Meinung zu. Er fragte uns dann, welche Partei sich in lauterer Manier sich unserer Meinung nach den Bürgern hinwendet. Er gab noch zuvor, wie ihm eine Antwort zu geben, hinzu, dass er sehr betrübt zum Rechtsruck der Wähler zu ihrer Stimmwahl ist. Wir sagten ihm, dass zum Beispiel wir es in Salzburg eine sehr gute Alternative bei der letzten Landtagswahl gewesen wäre, um so den alt angestammten Parteien einen Denkzettel zu verpassen. Der Mann erwähnte danach, dass er sehr bekümmert sei, dass es eine rechtsradikale Partei wie die FPÖ so weit bringen konnte. Er meinte dazu noch, dass dort richtige Nazis am Wirken seien. Elvis gab darauf hinzu, dass man mit dem Begriff Nazi nicht so inflationär umgehen sollte, da die Nazis von damals andere Herangehensweisen an den Tag legten, wie zum Beispiel die Enteignungen, die Morde, die Diffamierungen und kriegstreiberischen Angelegenheiten. Aber die FPÖ sich heute als einzige vom Volk legitimierte Partei in einer Oppositionsmanier sich für die Menschen ausgesprochen hatten, die eben ihren Betrieb bei der C-Krise aufgeben mussten. Er kritisierte die gesundheitlichen Schäden anhand der Maßnahmen und so weiter und so fort. Und dann erwähnte Elvis zum Schluss hinzu, dass er sich doch mal die Ziele von Wir sind Salzburg auf deren Homepage ansehen kann. Ich gab noch zur Erinnerung, dass bei der ÖVP Kurt Waldheim, ein NS-Verbrecher, es sogar zum Bundespräsidenten gebracht hatte. Also man nicht immer nur auf die FPÖ hinsehen muss. Sagt ihm noch, dass wenn man alle Parteifarben zusammenmischt, die Farbe Braun herauskommt. Gaben eben dazu noch die Themen, die Angehensweisen der Grünen zur Erinnerung, wie sie uns sukzessiv den Wohlstand nehmen wollen. Ich denke, ihr versteht, was ich damit meinte mit den Farben zusammenmischen. Der Mann zumindest konnte uns dabei dann auch nur noch Recht geben. Er sagte dann, dass doch die KPÖ ebenfalls eine gute Alternative gewesen ist, worauf Elvis ihn an all die kommunistischen Gebärden der ganzen letzten Zeit hingewiesen hatte, wie zum Beispiel die Millionen Menschen, die unter Stalin ermordet wurden und unterdrückt. Aber er gab auch einige ähnliche Beispiele wieder zum Kommunismus in China, Kuba und so weiter. Ich sagte dann noch, dass aus Elvis' Erklärung
dann nur hervorgehen kann, dass der Kommunismus nur eine andere Bezeichnung für Faschismus sei. Der Mann erklärte uns dann, dass er sehr betrübt sei, dass in Ungarn Viktor Orban ein faschistisches Gebärden an den Tag lege. Elvis erwiderte dazu: Ja genau, wie konnte Orban nur so dreist sein und das Volk befragen, was er in seinem Land umsetzen soll, in Bezug der aktuellen politischen Lage und zum Wohlstand seines Landes, und sich ebenso am Willen des Volkes orientierte. Der Mann sagte dann, dass man doch in den Medien sehen kann, dass Orban ein Faschist und Tyrann sei. Daraufhin fragte ich ihn, was in den Medien denn bekannt gegeben wurde in Bezug dessen, dass er seine Bürger in krimineller Manier misshandle. Da konnte der Mann dann aber keine Beispiele nennen, außer eben nur die Zeitungsaufhänge, die er gelesen hatte, wie eben Viktor Orban sei ein schlimmer Rechtspopulist und so weiter. Ich fragte dann erneut nach, ob diese Behauptungen der Medien auch mit Beispielen untermauert wurden. Das konnte der Mann dann erneut nicht erhärten. So sagte ich, dass man nicht nur diffamierende Aufhänger lesen sollte, sondern sich von den Medien auch dazu Beweise liefern lassen sollte. Der Mann gab dann zuletzt daraufhin nur noch uns entgegen, dass er nun kurz angebunden sei und weiter müsse. Er bedankte sich für das Gespräch, wir bedankten uns ebenfalls dafür und gingen dann unserer Wege weiter. So viel zu dem Gedächtnisprotokoll. Ja, ich muss nochmals mein großes Bedauern und um Nachsicht bitten, dieses Gespräch als Videoformat vermurkst zu haben. Mit meiner Handykamera werde ich nie wieder etwas filmen, und wenn meine Akkuleistung noch so knapp ist. So in etwa halt. Elvis hat aber zumindest dankenswerterweise dafür nun gesorgt, dass ich in den nächsten Tagen 2 zusätzliche Akkus für meine gute Kamera bekomme. Also bitte nochmals, verzeiht mir dieses Missgeschick im erstmaligen Umgang meiner Handykamera, die ja auch nicht mehr auf den neuesten Stand ist, also ein altes Ablaufmodell ist. Elvis und ich möchten sich nun für eure Aufmerksamkeit nochmals bedanken, und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit den guten Kameraaufnahmen mit dabei seid. Gehabt euch wohl!